Heute zeige ich euch einmal Silence, ein Kinderspiel ab 6 Jahren, dauert so 20 bis 30 Minuten für 2 bis 4 Personen und kameratechnisch ist das Spiel etwas schwer einzufangen, denn wir werden hier gleich Wege verfolgen müssen. Und zwar hat jeder Spieler, hier sind ein paar Karten, mit Gegenstände, die wir zum Überleben in dieser Zombie-Apokalypse brauchen. Die mischt einfach jeder, der mitspielt, und deckt dann 3 von diesen Gegenständen auf. Das heißt, ich hätte jetzt hier einmal solche Kaugummis, einmal so eine Taschenlampe und einmal so einen American Football Helm. Diese Gegenstände möchte ich jetzt gerne finden. Wie machen wir das jetzt? Im Normalfall, das mache ich jetzt am Anfang noch nicht, würden wir einen Timer nehmen und würden den auf 20 Sekunden stellen. Wir würden diese 4 Marker hier nehmen. Wir haben hier einmal einen Handschuh, einen Totenkopf, einmal Knochen und einmal, was auch immer das ist, Boxhandschuhe, Brokkoli, ein Hirn, vielleicht ein Hirn, man weiß es nicht. Das deckt sich mit den Symbolen, die ihr hier in der Mitte seht. Da können wir ein bisschen ranfahren, so. Und die werden jetzt halt einfach verdeckt gemischt. Dann wird halt eins von diesem Plättchen hier aufgedeckt, in die Mitte gelegt und dann wird der Timer gestartet. Das heißt, jetzt haben wir hier, ja, ich nehme mal an, es soll ein Gehirn sein. Jetzt gibt es hier 3 Wege mit einem Gehirn. Es gibt diesen roten Weg, es gibt diesen blauen Weg und es gibt diesen gelben Weg. Wir haben ja diese 3 Gegenstände hier gefunden und die wollen wir jetzt alle finden. Das heißt, wir müssen innerhalb von 20 Sekunden rausfinden, welcher dieser Wege ist der beste, wo finden wir möglichst viele von diesen Gegenständen. Wenn wir zuerst alle Gegenstände, die er hat, gefunden hat, der hat das Spiel gewonnen. Das heißt, ich würde jetzt einfach gucken. Es gibt dieses Jetpack, aber das benutzen wir nicht. Wir machen das eigentlich in Gedanken. Und angenommen, ich würde jetzt diesem roten Weg folgen. Ich hoffe mal, dass ich das hier mit der Kamera einfangen kann. Dann würde ich ja jetzt hier lang gehen. Hier muss ich immer in gerader Linie drüber gehen. Dann würde ich dem Weg hier folgen. Dann würde ich ihm hier folgen. Dann würde ich ihm hier folgen. Dann würde ich ihm hier folgen. Und hier hätten wir dann ja schon mal so einen Erste-Hilfe-Kasten. Das ist aber keine von den Karten, die ich habe. Also würde ich den Weg wieder hier folgen. Ich würde hier weitergehen. Dann würde ich halt hier den Weg weiter folgen, dann wäre ich hier. Hier wäre ich jetzt bei einer Taschenlampe angekommen. Das wäre schon mal sehr gut, weil so eine Taschenlampe muss ich ja finden. Die habe ich aber in 3 Karten. Also würde ich diesen Weg jetzt weiter folgen. Und währenddessen laufen halt die ganze Zeit, ne, läuft die Uhr. Das heißt, der Timer läuft. Hier ist wieder so ein Erste-Hilfe-Kasten. Der bringt mir nichts. Jetzt würde ich halt hier weitergehen. Dann würde ich halt hier, ne, dem Weg weiter folgen. Dann würde ich hier weitergehen. Dann würde ich hier weitergehen. Das ist schon ein ganz schön langer Weg. Das mache ich natürlich in echt ein bisschen schneller. Ne, hier hätte ich dann so ein Magazin, so ein Spiel gefunden und dann wäre hier jetzt der Weg im Nichts versandet. Das heißt, ich hätte mir jetzt gemerkt, beim roten Weg finde ich einen meiner Gegenstände, da hätte ich halt diese Taschenlampe gefunden. Aber ich will vielleicht mehr Gegenstände finden. Ne, also vielleicht läuft die Zeit gerade noch. Ich bin jetzt diesen roten Weg ganz schnell durchgegangen und jetzt könnte ich noch schnell den blauen Weg angucken und würde halt da dann gucken, würde sagen, okay, der blaue Weg geht irgendwie hier lang, der geht hier lang, ne, dann geht der irgendwie hier so rum, dann geht er hier lang, dann geht er hier lang, hier lang. Dann habe ich jetzt hier so eine Dose gefunden, die brauche ich gar nicht. Hier ist direkt noch eine Dose, brauche ich auch nicht. Ah, Kaugummis, Kaugummis ist schon mal gut. Ah, hier, ne, Versand im Nichts, also hier hätte ich auch einmal Kaugummis gefunden. Vielleicht ist es ja dann tatsächlich hier der gelbe Weg, der mehr bringt. Und da würde ich jetzt auch wieder anfangen, diesem Weg zu folgen. Und jetzt würde vielleicht die Zeit ablaufen. Und dann würde ich sagen, okay, ich weiß es nicht. Dann sollen wir auch so drüber mit den Händen, so alle jetzt nicht mehr hingucken. Und jetzt sollte jeder einen von diesen Markern hier in die Hand nehmen. Ich weiß, ja, rot bin ich, da habe ich einen Gegenstand gefunden. Ich weiß, bei lila habe ich auch einen Gegenstand gefunden. Bei gelb weiß ich es nicht. Ich könnte jetzt also auch gelb in die Hand nehmen und sagen, okay, ich riskiere es einfach mal. Und dann werten wir das halt aus für jede Person einzeln, beziehungsweise alle, die gelb genommen haben, können halt immer gucken, was wir da so finden. Und jetzt würden wir halt in Ruhe diesem gelben Weg nochmal folgen und wir würden also gucken. Und ich wäre jetzt natürlich auch sehr überrascht, was ich da finde. Es kann sein, dass der Weg super schnell versandet oder nicht. Das heißt, ich würde irgendwie hier lang gehen, hier, 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 dann hier diese Kurve fliegen, hier lang, dann hier lang, dann hier lang, dann hier so eine Bowlingkugel. Die habe ich ja leider nicht bei meinen Karten bei. Da würde es hier lang gehen. Kaugummis, super gut, ne, habe ich jetzt wirklich gefunden. Das heißt, die Kaugummi-Karte dürfte ich einfach wegwerfen. Dann würde ich weiter gucken, würde halt hier den Weg folgen. Wäre dann hier bei dieser Dose, bringt nichts. Hier lang, dann geht es hier oben raus, hier wären wir bei der Dose und dann wäre auch wieder Ende. Okay, es wäre in dem Fall egal gewesen, welchen Weg ich genommen hätte. Ich hätte immer nur maximal eine Karte verloren. So, dann wäre die Runde zu Ende. Ich habe jetzt noch 2 Karten übrig. Ich ziehe einfach auf 3 Karten auf und habe jetzt diese 3 Gegenstände, die ich finden muss. Jetzt nehmen wir diesen Marker hier wieder zurück. Wir merken uns aber, wir hatten das Hirn. Dann gucken wir. Wir tauschen dann, ne, 2 dieser Sektoren miteinander
Und einen davon drehen wir um, damit wir immer einen kleinen neuen Spielplan haben. Also hier kann man einfach sagen, dass man das nimmt, wo ein Marker ist oder der, wo immer zwei Marker sind. So ändert sich der Spielplan ein bisschen. Deswegen kann man sich die Sachen auch nicht merken, sondern muss jedes Mal wieder neu gucken. Und die Wege verändern sich auch immer so ein bisschen. Dann würden wir jetzt wieder, das ist jetzt für euch natürlich ein bisschen schlecht, sich das anzugucken, wir würden wieder hier diese Marker nehmen, würden die wieder mischen, einen zufällig hier hinlegen. Ich zoome mal ein bisschen dichter dran, ihr werdet es wahrscheinlich nur sehr schwer nachvollziehen können. Jetzt würden wir wieder einen Timer stellen, 20 Sekunden, würden den aufdecken und hätten jetzt hier die Geschichte und ich wüsste, okay, die drei Sachen brauche ich, also gucke ich immer bei Gelb. Da gehe ich hier lang, hier lang, hier lang, ne? Ohne Finger, mit Kopf wäre es, ne? Das brauche ich nicht. Die Bowlingkugel brauche ich nicht. Da bin ich wahrscheinlich einfach falsch abgebogen. Hier, da wäre auch doof. Den Helm, ja, den brauche ich. Zeit um. Ich konnte mir einen Weg gar nicht angucken. Man sollte sich auch merken, welcher Weg das jetzt war. Ich hoffe, dass es der rote Weg war. Also ich sage hier, ich nehme den roten Marker und jetzt würden wir halt wieder gucken, bei Rot, was finden wir denn da? Und dann sehen wir schon, okay, ne, hier fliegt man diesen Kreis, hier fliegt man hier lang. Ah, guck mal, Helm kann ich wegwerfen. Dann hier geht's weiter zur Taschenlampe. Geil, kann ich auch wegwerfen. Und hier versandet der Weg dann nichts. Okay, aber ich bin zwei Karten losgeworden. Ne, würde die quasi komplett rausmachen. Und wir würden dann wirklich Spieler für oder Farbe für Farbe, jede Farbe, die ein Spieler gewählt hat, jeden Weg durchgehen. Es kann mal sein, dass der Sofa nichts versandet, dass wir ganz viele Gegenstände finden, dass der hier einmal um die halbe Karte rumgeht. Das ist halt jedes Mal wieder neu. Sprich, jetzt würde ich auch wieder zwei neue Karten nehmen. Ne, mein Kartenstapel wird immer kleiner. Wir werden wieder gucken. Totenkopf wird miteinander getauscht. Das heißt, das hier wird einfach gedreht und das hier dahingelegt. Und dann würden wir halt wieder einfach alle Marker hier nehmen. Einer würde wieder den Timer bedienen. Jemand würde das hier umdrehen. Während das umgedreht wird, wird sofort der Timer gestartet. Und jetzt hätten wir wieder das Hirn. Also man weiß auch immer nicht, was da jetzt als nächstes kommt. Es kann sein, dass Knochen nicht einmal im ganzen Spiel kommen. Es kann sein, dass nur Knochen aufgedeckt werden. Und dann müssen wir jetzt eben wieder in der Zeit gucken. Und 20 Sekunden sind echt nicht lang, hier diese ganzen Wege zu verfolgen. Ich meine, der, wenn es jetzt der Knochen hier wäre, der Totenkopf, dann wären wir hier relativ schnell. Zeit schon wieder um. Wenn wir hier relativ schnell durch, würden uns einen neuen Weg angucken. Und manchmal, gerade wenn ich vielleicht nichts oder nur einen Gegenstand gefunden habe, dann nehme ich vielleicht einfach den Weg, dem ich nicht folgen konnte. Ihr könnt die Zeit auch hochsetzen, wenn ihr sagt, okay, ne, mit meinem Kind spiele ich das gerne, aber das ist denen viel zu schnell, dann ist denen das zu nervig und zu stressig. Ihr könnt auch 25 Sekunden, 30, 35 Sekunden nehmen, ihr könnt die Uhr komplett weglassen. Das würde ich eben immer so empfehlen, wie die Kinder es einfach mögen. Und das ist dann auch schon das ganze Spiel. Wie gesagt, einfach hier den Sachen folgen. Ich habe das Spiel auf der Play Forward gespielt. Das ist ein Spiele, oder ich habe das da erklärt, ein Spielefestival hier in Göttingen, das immer im Sommer stattfindet. Und da kann man dann alten Mensa Spiele spielen. Die werden dann da teilweise erklärt. Man leitet die aus, kann die selber lernen. Und ich habe relativ vielen Eltern mit ihren Kindern dieses Spiel erklärt, Silence, und sie fanden es eigentlich immer nett, weil es sehr schnell erklärt war, sehr schnell verstanden war. Sie konnten es einfach gemütlich einmal runterspielen. Das kam da schon sehr gut an. Es hat zwar dieses Zombie-Thema, aber das ist überhaupt nicht schlimm, da können Kinder eigentlich sehr, sehr gut mit umgehen. Und ja, das war einmal Silence. Jetzt könnt ihr hoffentlich einschätzen, ob das ein Spiel für euch ist oder für eure Family, für eure Kids, für eure Neffen, Enkel, Verwandte, Kinder von Freunden, wen auch immer. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Das war's von mir. Bis bald. Und tschüss.